Heute zeige ich euch, wie einfach man zu Hause selber Vanillepudding machen kann. Und wie ihr seht, brauchen wir auch nur ziemlich wenig Zutaten dafür. Und zwar Zucker, Stärke, einen halben Liter Milch, ein Ei bzw. nur das Eigelb davon und eine Vanilleschote. Als allererstes tun wir den Großteil von unserer Milch schon mal in einen Topf. Wir lassen ungefähr 100 Milliliter übrig. Die brauchen wir gleich zum Anrühren von der Stärke. So. Dann schneiden wir unsere Vanilleschote auf. Dafür machen wir die ein wenig flach. So. Und mit einem scharfen Messer einmal quer durchschneiden. Ach, jetzt habe ich es nicht richtig erwischt. Ich habe auch eine ganz krumme hier. So. Wenig richtig. Aber es ging auch schon mal einfacher. So, haben wir es. Dann auseinanderziehen. Mensch, die ist aber wirklich widerspenstig. Naja, jetzt haben wir Einzelteile. Egal, auf jeden Fall mit dem Messerrücken. Richtig aufgeht. Mit dem Messerrücken das Mark rausschaben. So. Dann habt ihr das hier drauf. Also wenn ihr eure zerfleddert, macht das nichts. Die wird eh gleich noch mitgekocht. So. Das war aber auch wirklich ein sehr widerspenstiges Exemplar. So. Dann kommt das Mark zu unserer Milch und die Schotenreste auch. Das kochen wir jetzt einmal auf. Und währenddessen rühren wir schon mal unsere Stärke in die Milch ein. So. Und fügen da noch das Eigelb zu. Das muss gut untergerührt werden. Unsere Milch ist schon heiß, die fängt auch in der Mitte an, schon so ein bisschen hoch zu kochen. Dann fügen wir erst den Zucker zu. Wir rühren das einmal durch und warten noch kurz, dass der Zucker sich auch wirklich ganz aufgelöst hat. So, da kocht's. Jetzt heben wir unsere Reste von der Schote raus. Das wollen wir ja nicht im Pudding haben. Obwohl, solltet ihr es vergessen, macht das auch nichts. Man kann es auch hinterher raussuchen. So, jetzt kocht's auf. Nochmal kurz runternehmen, damit es nicht gleich sofort überkocht. Dann holt ihr euch schon mal eure Stärke. Noch einmal durchrühren, damit die Stärke sich nicht am Boden absetzt. So, wieder drauf. Und ihr müsst, wenn ihr die Stärkemischung da reinmacht, dabei wirklich schnell rühren, weil das wird ganz schnell dick. Und da wird schon richtig puddingartig. So, runterziehen und das ist schon fertig. So, und da habt ihr schon euren fertigen Pudding. Ihr könntet den jetzt einfach heiß abfüllen, sofort in eine Schale oder in mehrere Schälchen. Dann kriegt ihr aber diese Haut oben drauf. Wenn ihr die nicht haben wollt, müsst ihr den ganz kalt rühren. Also immer mal zwischendurch wieder rühren, bis er ganz kalt geworden ist. Dann kriegt ihr die Haut nicht.
Oder es gibt noch weitere Tricks. Da gibt es auch noch, dass ihr den halb kalt rührt. Und wenn er dann nur noch lauwarm ist, tut er in eine Schale und packt dann hinterher Frischhaltefolie drüber. Das geht auch. Also ich rühre den meistens kalt. Das dauert dann halt ein bisschen, aber dafür hat er keine Haut und schmeckt immer ganz besonders gut.